Jo. Ganz schnell hier ran, es geht weiter. Kann mich essen hören? Ja. Cool. Was haben wir hier? Hier haben wir das beste Grand Finals. Nein, das eben war ein richtig sickes Match. Aber nun kommt vom Silver Bracket. Cool. Mit dem Captain Falcon gegen Syntec TK. Wusstest du, dass Terry eigentlich nur Captain Falcon ohne Helm ist? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Ich habe Captain Falcons Haare noch nie gesehen. Ich kenne das nicht so. Die beiden punchen und die beiden kicken, wenn du darüber nachdenkst. Oh ja. Und dadurch, dass Terry keinen Helm hat, ist er ein bisschen mobiler. Exakt. Der macht Backflips und so. Terry ist halt echt so eine Sache von wegen, man bleibt stehen und man macht Shield und meistens gehen die drauf. Aber Und dann parryst du und kippst den mit deinen Downtails und Jets. Das ist halt wirklich dieses, du kannst nicht Hannes gegen ihn spielen, dann bist du einfach tot. Ich versuch mal mit denen in so einer Scramble-Situation zu sein, denn ich weiß nicht, was passiert, aber ich krieg mit einem Schaden. Genau. Also eigentlich muss man den die ganze Zeit auskämpfen. Ja. Guck mal, wenn er ihn jetzt nicht tötet, dann nimmt er gleich irgendwie 60 von irgendwie einem 2-Hit-Confirm wegen dem Go. Ja. Tech-Chase, der Plattform. Oh. Backflip. Ah. Wow. Und jetzt kommt ein Tech-Chase mit, ne? Ah, ja. Oh, das war der Reverse. Jetzt! Oh, da haben wir es! Ja, siehst du, jetzt fucking 82. Der Charakter ist ein bisschen broken manchmal. Na, ja, der cool, der hat heute ein paar sticke Edgeguards rausgehauen. Ich weiß gar nicht, ich hab noch nie gegen ihn gespielt. Ich glaube, er ist gut, ja. Ja, halt Fundy ist noch. Eieiei. Fundy ist aus den Tagen der Vorväter. Richtig. Vor Fundys. Was war das? War das ein Edge-Smash? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall spürt Zündeck gerade recht. Dominant. Wow. Ja, Duck, go. Ist halt echt, wenn du einmal verkackst, ihn bei 100 zu töten, dann bist du halt echt ein ganzes Match hinten. Autsch. Das könnte schon ein Game sein. Jo. Game 1 geht an Syntec TK. Ist nicht gut, wenn Dome gewinnt, dann müssen wir lange. Wenn Per Syntec gewinnt, muss ich bald auf ihn warten und ich will nach Hause. Naja, oder er gewinnt schnell. Das sind Ideen, die die Studio-Audience zu Hause sehr interessieren, ich weiß. Oh. Der Terry. Ja. Ja, Syntec ist übrigens immer noch am Charakter-Struggling. Er spielt auch noch Falco und Rob. Ich habe heute seinen Rob noch gesehen. Er hat sich jetzt aber für den Flensburg Cup nächste Woche einen Terry-Cosplay gekauft. Und meint, das ist der Terry-Man. Oh ja. Auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Sehr gute Begründung auch. Ich möchte behaupten, Terry ist auch sein bester Charakter. Ja, doch, schon. Das ist irgendwie so schwer zu sagen, finde ich. Es fühlt sich irgendwie immer machbar an gegen Terry, aber dann haut er dir halt seine Körper. Ach du meine Güte. Uiuiui, das Power Knie. Knie auf das Schluss. Und dann ist der Terry weg, ohne Go zu haben. Und mal sehen, ob Syntec das dann noch zurück. Es gibt auch so Sachen, wie man muss man wirklich im Matchup. Das ist der Cool. Das ist der Cool von heute. Nice. Relent ist einfach die Downers hier. Offstage. Raushauen. Und auch onstage. Richtig schön spukender Fall. Power Duck ist so ein Dämmchen. Der hittet einfach dein Shield und du kannst es nicht punishen. Das war der Jeff Pilot. Nice, der Jumping Catch. Ja, du kannst einfach Down-Tilt machen, hast halt Auto-Turnaround und wenn ich springe, dann machst du Up-Air. Das covert schon ziemlich gut. Und du drückst halt die ganze Zeit nach unten, dann wird deine Up-D gecharged. Ja. Und wenn nicht, dann drückst du ein paar Mal A. Ja. Was halt funktioniert, ist halt die Up-Air zu baiten, weil das ist halt ein Up-D, dann sind die da erstmal im Freefall, aber... Schon, das ist wieder even. Oder fast. Dann go. Guck mal, die haben dieselbe Dash-Attack, schon mal darüber nachgedacht. Nein, habe ich nicht, aber das ist wahr. Das ist wie Lukas und Donkey Kong. Die haben dieselbe Abwehr. Die haben dieselbe Abwehr, genau. Nur sieht bei dem einen deutlich anders aus, oder deutlich komisch aus, weil der Kopf so... Die haben dieselbe Frisur auch. Die haben auch die... Wer hat da wohl abge... Oh. Wow. Wie Custom Combos, was ist das denn hier? Ich finde das Zeit, ich habe keine Frage. Nee, okay. Na? Oh. Der Down Smash. Jetzt kommt der Down.
okay. Ja. Ist auch gruselig, man denkt, das ist halt richtig so eine Sephiroth ab, wie finde ich die Hitte zu viel. Mhm. Aber ist nochmal. Oh, das ist ein Tod. Das ist ein toter Terry. Ja. Der Regrab war etwas risky, würde ich sagen. Mhm. Da war nicht so viel positiver Aspekt zu diesem Regrab. Ja, das schien auch nicht so ganz gewollt aus. Okay, 1-1. Es bleibt spannend. PS2, okay. Haben keinen Bock zu bannen, glaube ich. Mhm. Ah, bleibt der Terry. Ja, der Sticker schon. Oder, oh! Boah, ja, der Falco. Ist er heute schon rausgekommen? Der Captain, nee, ich habe ihn nicht gesehen. Der Captain Falco, was ist los hier? Oha. Haben beide eine Side-BDZ. Vorne. Wow, es ist derselbe Charakter. Wusstest du, wenn Captain Falcon seinen Helm abnimmt, dass er eigentlich Falco ist? Deswegen trägt er an schon, weil er seine Federn sieht. Aha. Und diesen strammen Rücken und Bauchmuskulatur, die hat Falco definitiv auch, oder? Definitiv. Unter den Federn oder so. Na, Falco? Weiß ich, ob ich den Falco... Oh! Okay. Da, das ist... Oh, weswegen man gegen Cruel aufpassen sollte. Hat mich heute auch dreimal damit ein Game gekostet. Es sind halt beides auch diese cool geil Charakter, die Down-Air-Spikes versuchen den ganzen Tag. Ist nur kacke, wenn es klappt. Oh. Oh ja. Oh, let's go. Der ist auch so stark. Dieser Absolut-Mensch. Und der trifft auch ziemlich gut. Also Taco ist auch ein sehr weirder Charakter. Also so. Neutral Gewinn, mach das mal mit ihm, aber On-Hit ist es halt so. Wenn es nur On-Hit Combo-Starter-mäßig geht, ist es halt echt ein Top-Team-Charakter. Mhm, stimmt, wenn er seine Hits bekommt, die er bekommen möchte, dann. Ja, du bist halt bei 60, 70 und das ist auch nicht unbedingt. Das ist halt konsistent, das ist nicht die schwerste Kombo in der Welt. Mhm. Bekommen wir die zu Gesicht? Oh. Tech-Chess mit Side-B, aber kann dann leider nicht viel mehr draus machen. Jetzt hat er nochmal die Side-B versucht und dadurch, dass er nach innen gehalten hat, die Ei rein, gemacht, weshalb er gestorben ist. Das kann er noch zurückbekommen. Das ist definitiv machbar. Ja, ne. Ja. Ja, ist halt, da muss man schon wissen, wie man sich verhält, wenn da einfach ein Falco ist, der seine Updates spammt. Mhm. Update ist auch so dämlich der Move. Oh, der auch. Ja. Okay. Oh, was war das denn? Wow. Nice. Ja, Laser. Jetzt, das könnte... Also ich für den Roll Double Read, ja. Tank. Interessante Idee. Das wird nicht geklappt. Ich kenne so die Captain Falcon Combo-Moves nicht so unbedingt. Ich weiß noch manchmal passieren sie. Down Throw Combo ein bisschen. Side-B macht er kaum, weil das ein bisschen predictable ist, aber das Combo auch... In seine schönen Up-Air-Kombos. Oh, das könnte ein toter Falken sein. Ach nein, der ist noch zurückgekommen. Das ist ziemlich knapp. Der Falken war, glaube ich, eine ziemlich gute Entscheidung. Ja, Aber das könnte sich jetzt entscheiden. Ich habe ja schon Game geholt, so ist es nicht. Attack. Nice. Retack. Oh! Ja, ich sag doch. Das ist der. Nein! Das war das Bird Brain, Alter. Direkt offstage. Down-Air, Miss und dann tot. Na. Ich konnte dem nicht widerstehen. Mm. Oh, gehen wir jetzt. Bleibt der Falco? Ich fühle, dass der Falco weiterfühlt. Call ich jetzt. Wollen wir Game 4, bleibt der Falco. Achso, ja, schon Game 4. Oh! Small Battlefield. PS2, aber klein. Wow. Boah. Hat sogar eine Plattform weniger. Was? siehst du, er fühlt den Falco. wo ist die Plattform weniger? Meinst du diese... um 90 Grad gedrehte Plattform in der Mitte, die Stage begrenzt. Reden wir gerade von SBF? Wir reden gerade von SBF, das hat keine Plattform weniger als PS2. Aber als Battlefield. Achso, haben wir gerade... Okay. Das ist ein Small Battlefield, weil du meinst, Battlefield aber Small. Also, oh ja, okay. Genau. Das ist Top-Commentary, wenn man seinen Witz erklären super. On-Hit. Da sind die Falco-Kombos. Ein paar Laser auf Stage. Und gute Recovery von Cruel. Die Laser sind denen noch mehr im Blut als die Downer, glaube ich. Das ist lustig, wenn man so eine Sache hat wie einen Schein oder einen Reflect oder den Lukas absorbt. Und du siehst so viele Falken, aber trotzdem weiter Laser noch. Das macht eine Gewohnheit. Kann man ja nicht einfach nicht machen. Ne? Ja, klar, wenn es dann trifft, ne, dann merkst du die. Oh, nice.
Catch, aber wow. Es braucht noch ein Abschmelzen, dann ist der Folge weg. 808 war der Clan, ne? Weiß ich gar nicht. Eigentlich sind sie in NTL. Was NTL bedeutet, weiß ich leider nicht. Das müssen uns die OGs sagen. Ja. Production. Das heißt Wort, das ich nicht kenne. Der Bird, er hat ihn getan. Mhm. Hat sich einmal schnell gedreht und seine Füße waren gefährlich. Oh ja, das war richtig das Word diesmal. Oh. Oh. Das bedrohliche Shield-Engel. Ja. Oh ja. Seine Down-Ass sind sehr akkurat heute vom Pro. Direkt kommt down. Die. Ach, hat er nicht bekommen, wow. Aber Laser. Ja, in den Ledge-Trap. Oh, Single Jab. Let's go. Okay. Boah, das hat schon fast wieder getroffen. Wusstest du, dass Jab 1 eigentlich ein Jab 2 Combo hat? Eigentlich ja. Du musst nur zweimal A drücken. Und merkwürdig, dann ja. Na, Reaction Tech Chase? Ach, Abtilt. Hat leider nichts getroffen. Wow. Oh yes, back air. Ah. Wow. Thank you. Zu sehen, es ist sehr even. Schon wie es die ganze Zeit ist. Das ist auch gelandet, immerhin. Technisch gesehen fühlt Crew mit 1%. Mhm. Ja. Wird es jetzt mal? Donner! Donner. Oh, ja. Oh, ja. Einfach zurück. Scooten. Forcefully die Center Stage bekommen. Ja, Falken Side B ist auch so das Äquivalent von so einem Faktor von zu hören. Ja, jetzt? Wird es jetzt was? Oh. Ah, schade. Ist auch gruselig, ihn auch schnell zu challengen mit dem Command Grab. Mhm. Warum ist das ein Command Grab? Oh. Power Top. Wow. Oh. Das könnte. Immer noch nicht. Falco hat. So eine Schwierigkeit zu killen. Autsch. Ja. Für über 30% bekommen. Ja, Upsmash. Wie viel stehst du nochmal? 2-1 für Cool, ne? Ja. Ich glaube. Okay, wir sehen, kann wir gleich reset, ja. Aber der. Das könnte. Der Captain kommt immer noch zurück. Weak down air, let's go. Oh ja. Syntec mit 7,8,9%. Wenn nicht mal das Bike, eigentlich wäre es besser, wenn ich den Stock nicht genommen hätte. Also. Oh Mann! Ich hab Angst davor. Captain Falk ist Upsmash, wenn du auf Plattform bist. Ach du meine, was macht der? Er schmuft. Und jetzt? Ich glaube, Cool will auch den Reset so mit. Wow. Okay. Na? Okay, jetzt kommt die Falco Combo des Jahrhunderts. Ich hab die Update gedrückt. Ich mach kein Problem. Oh, nice, Alter. Das ist gut. Der muss sich da ein bisschen dran halten. Der Junge kriegt das noch hin. Pass auf. Den Edgar. Ach, du etwas ambitioniert. Ich will nicht mehr. Ich kann die Ambition verstehen. Ja? So, der spielt etwas größer. Ja, das Ding ist ziemlich safe. Überraschend so, aber es sieht nicht so aus. Oder Herr Cool hat nicht genug. Ich denke, Waveland. Das war sehr elegant. Nein! Oh, ja. Wow. Cool hat's gefühlt. Oh, Landing Hitbox. Von Falco Fair darf man nicht vergessen. Das sind hier die Spaghetti-Nudeln. Ja. Aber wer Spaghetti-Nudeln am meisten und härter? Oh, je. Peng. Bleibt spannend. Ja, ich hab ein Abdi-Gefühl von Captain Falcon. Ich finde Captain Falcons Pistole ist ungefähr, was Gannons Schwert im Melee damals war. Ja. Nice Accessoire to have. Eigentlich sollten die irgendwie so eine. Oh, ui! Das Reversal! Let's go! Es steht 2-2, ach du meine Güte! Ich bin nach Hause! Zwei Backass offstage. Das war ein sehr cleaner Stock von Syntec. Ja, Cool wollte Edgegun. Und hat nicht getroffen, wie es in beide Richtungen häufig passiert ist. Und dieses Mal hat zu dick. Der Vogel ist runtergeswooft und hat die Spaghetti-Nudeln geklaut, sag ich dir. Er hat sie endlich aufgegessen. Oh, er ist ja. Nicht daran erstickt. Spaghetti. Bleibt der Falco. Pass auf, es kommt irgendwie Rob oder so. Oder noch ein Hinten-Charakter, den wir nicht kennen. Er denkt zu lang. Piranha-Plan. Hat er geplant? Nein. Ich glaube, niemand hat einen Plan so wirklich.
sind alle ausgestorben. Das war, ja, okay, das ist ein Fall. Ja, ja, doch. Den fühlt er sehr. Den fühlt er schon. Jetzt gerade nach dem Comeback da. Ja, ja. Das Vogelblut kocht hohe. Oh, ich kann sogar bei beide in den Rauch fahren. Das ist genau derselbe Fall. Das ist halt einfach. Und Falco, seine Buchstaben sind halt komplett genau in Captain Falcon auch nicht vorhanden. Ja. Genau in der Reihenfolge. Als wenn das kein Zeichen ist. Ui. Starker Start von Syntec. Er will wirklich ein Reset. Er will gewinnen. Ach, das ist der Captain Falcon. Muss nein! Wieso jinx ich das? Wieso jinx ich das? Okay. Nein, er macht der Down, er macht die Down, er sieht den Griff. Aber, oh. Die Achterbeinig, was ist das? Was ist denn das hier? Oh! Leute, ihr seid zu hype heute. Recovered nicht, aber killt den Captain Falcon mit der Abwehr. Sag doch, die fühlen es so hart, das sind die Charakter. Leute, was ist los mit euch? Killt euch doch nicht! Oh Mann! Die wollen das Reset. Och nee. Landing Hit geschildet. Was war denn das? Warum? Pass auf, Crew, hol das noch. Die Spaghetti ist noch nicht gegessen. Das ist das letzte Set, was wir hier sehen wollen. So soll das laufen. Morgen ist wenigstens noch Sonntag. Cool, oh boy. Ich hoffe, wir sitzen da nicht mal noch hier. So wie es hier aussieht? Nee, die wollen schon noch sich gegenseitig treffen. Die resetten also, sich gegenseitig. Das... Ah, nice. Wie gab es von Crew... Ich habe mir das Gefühl zu wissen, was er wollte, aber es hat nicht funktioniert. Oh. Da, schon wieder ein Laser. Ach du meinst, Syntec ist gerade. Ja, ja, der kocht. Ja, der kocht total. Das Primärinstinkt Vogeldenken. Mhm. Das war sehr. Ja, das ist ein Reset, würde ich sagen. Das ist ein Reset, das war ziemlich eindeutig. Nach dem SD ist es nicht geschafft, wieder. Ja. Zurück ins Game zu kommen. Sauberes Gameplay von Syntec, besonders das SD verarbeiten. Mhm. Und sich nicht. Er hat die taktische Entscheidung getroffen, keinen Homie-Stock zu benutzen. Technisch gesehen hätte wäre es noch drin gewesen, hätte ich einen Schuh-Stock, aber. Das stimmt. Sauber, sauber. Mhm. Ja, er hat sich nicht comebacken lassen. Das ist. Langsam ein Schritt, um weiter auf bessere Spiele zu werden. Also fallen mir keine Wortspiele mehr an mit Vögeln und Spaghetti. Das wird ein harter Reset hier. Fans zu Hause auf Tipperkopf schweigen. Nicht schlecht. Nein. Ich finde, das ist keine Option bei so einem halben Match hier. Ich spiele auch beide den Lila-Skin, das fällt mir jetzt auf. Oh ja. Lila mit ein bisschen blau, Lila mit ein bisschen rot. Wir haben ja von kochendem Vogelblut geredet. Oh ja. Das ist der Blood-Falcon-Skin. Oh, natürlich. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Falken gar nicht blau sind? Die sind wirklich Hab ich nicht. Das ist richtig, die sind eigentlich nicht blau. Ah. Also Füchse sind eigentlich auch eher rot, als was auch immer Fox ist. Ja, aber das stimmt. Halt gut, er hat ziemlich viel Kleidung an. Ja, das stimmt. Vielleicht seine Identität ein bisschen maskieren. Ich zeig dir, wo der Fuchs rot ist. Ja, Laser. Thank you. Nice Recovery. Einfach mal obligatorisch. Wow. Der Downtilt. Der Downtilt-Kid, aber auch irgendwie auch 100 Jahre früher, als man denken würde. Er hat ziemlich starke Federn. Ich wollte gerade sagen. Beim Uptilt sind sie... Transferen aus Stahl hier. Es hört sich auch so an, als wäre das ein Schwert-Move. Ja. Und von der Range ist es wahrscheinlich auch einer. Das sind Stahlfeder-Implantate, genau wie seine Beine. Wow. Aber in den Flügeln nicht. Man kann überhaupt fliegen. Also von sich selber. Ja, der hat einen Raumschiff. Ja, das ist mir schon klar. Ich würde behaupten, nein. Ich habe, glaube ich, noch nicht fliegen sehen in seinen Games. Der ist ja ein bisschen stark. Im Brawl kommt er nicht gleiten. Nee, wahrscheinlich fliegt er nicht. Aua! Autsch. Aber das ist. Das war ein bisschen zu erwarten. Das war schon. Das wäre so cursed im Brawl. Nice. So ein Brawl-Falco, der dann den obligatorischen Glide hat. Na? Warum konnte das jeder Charakter in dem Spiel? Naja, es kommt eigentlich nur drei. Gefühlt jeder. Der Pit und Glurak. Glurak und Meta Knight, natürlich. Zeus mit Samus. Konnte sie gliden? Nein. What the? Ne, okay. Ich bin hier, um Hass und Fehlinformationen zu verbreiten. Fehlinformationen, so wie das Syntec das verlieren wird? Ne, das hast du gesagt.
Das stimmt. Ich glaube, der Falco war keine schlechte Entscheidung. So, ja, wie ein, so wie ein Melee, das ein gutes Matchup für Falco ist, ist das wohl auch hier. Oh. Kein Jump mehr. Das könnte ein toter Captain Falco sein. Jetzt hätte er eine Downer-Ebene machen können und da hätte ich das auch gut gefunden. Der aufgeladene Smash-Attacke auf Full Distance ist auch so, wie ohne Hose erwischt zu werden da. Jetzt steht man so ein bisschen awkward wieder so ein Hängen, um dein Leiden zu verlängern. Wow. Nice. Oh. Bisschen riskant, aber er hat seine Vorwärter gut geplaced. Und jetzt mit dem zweiten Two-Stock in Folge eröffnet er das. Das Momentum Reset ist auf der Syntax-Seite. Mhm. Der dämmende Vogel hat gesprochen. Das fällt halt ab. Bleiben Sie weiterhin auf Small Battlefield? Ah, oh nein, Small Battlefield, aber groß! Pokémon Stadium 2. Yeah. Die beste Map. Captain Falcon, Falcon. Ist das wirklich die beste Map? Nein. Es ist die schlechteste. Ist nicht so groß und breit. Hast du dich schon mal gefragt, was Falco überhaupt durch seinen Dragon Ball Scouter so durchguckt? Vielleicht macht er den Justin und dann laufen so Folgen von Family Guy oder so drauf. Genau, ist er nicht ausgelastet genug. Seine Aufmerksamkeitsspanne ist zu kurz. Er hat die millennige Aufmerksamkeitsspanne. Obwohl es seine Spiele schon länger gibt. Eigentlich ist er ja... Er ist ein Millennial, verdammt. Wow. Kann er nicht mal irgendein Star Fox-Spiel von 3DS raus, das jeder vergessen hat? Weißt du noch, der 3DS? Der 3DS, ja, mit dem habe ich sogar letztens wieder gespielt. Oh. Aber ein DS-Spiel, 42 Spiele klasse. Top-Level-Commentary. Währenddessen verbreitet Syntec weiterhin seine guten Taten. Ja. Und gewinnt, also er führt zumindest. Ja. Oh, sauberer Jab-Confirm, ich bin müde. Na? Oh, Fans zu Hause, was haltet ihr davon? Like, subscribe und drückt die Glocke, weil ich weiß, wie Twitch funktioniert. Twitch gibt uns unsere die Twitch Prime Subs, die ihr legt. Oh, ja. Um weiterhin, einmal im Monat, so richtig schicke Special-Liere zu bekommen. Um Captain Falcon und ja. Aua, das ist glaube ich ein toter Fan Captain Falcon. War ein bisschen greedy auf Stage. Was passiert? Syntec Freestock. Bei 100 Subs, oder was ist eine normale Anzahl von Subs? Bei 2 Subs sperren wir Syntax Falco in einen Käfig und lassen ihn nicht mehr raus. Darf er nur noch Rock spielen? Ich weiß nicht, ob ich das feiern würde. Das wäre toll, ne? Den haben wir eingesperrt, sobald wir 1 Sub bekommen. Krass, ja, natürlich. Bitte gebt uns 5 Subs, damit wir auch den Rob einsperren können. Ich bitte. Oh. Wow. Okay, kein Fußball. Okay, ja. Ja, in den letzten 2 Games hat Syntec nur 2-Stocks gemacht, deswegen kann er auch jetzt noch einen 2-Stock machen. Ja, das was, ist ziemlich. Weißt du, wenn du sagst, okay, ich hab Grands gewonnen mit nur 2-Stocks, das ist leichter erklärt als irgendwie, oh ja, da war noch ein 2-Stock dazwischen. Er spart den Word Count. Stimmt. Er denkt sehr effizient. Ja. Vielleicht sollte er mehr über Spiel nachdenken, damit er nicht reversed wird, anstatt über Word Counts, aber da was geht dahin. Ich glaube, er denkt gerade gar nicht so sehr über die Uhr. Die Worte nach. Wir denken ein bisschen zu sehr in die Meta dieses Gameplays rein. Seitdem er das Comeback gemacht hat, spielt er halt ziemlich. Gutes Syntec spielt er ziemlich gut. Ich glaube, Falco Mensch denkt nicht. Oh, ouch! Ouch! Das war seine Mission. Das ist ziemlich dominant. 2-0 für Syntec und wir können schon bald. Oh Gott, wir sind. Wir sind hier. Kork! Das war meine Falco Impression. Oh nein. Hey, musst du nur noch auf dem Boden deine Beine ausbreiten, so. Gefällt jetzt das auch, dass wir beide pink sind, dass wir den ganzen Tag miteinander rumhängen. Mhm. Läuft. Meine Hand ist okay. Guck mal, deine rechte Hand ist die linke Hand. Wow, wir waren. Ja, Production, ich will meine Hand nochmal sehen. Scheiße, das ja. Ich glaube, es ist wichtiger zu sehen, ob Syntec das jetzt schon nach Hause nimmt. Und du dann schneller nach Hause kannst. Oder, so wie Crew hier gerade das eröffnet, vielleicht doch noch ein Comeback hinbekommt. Ist Captain Falcon links oder Rechtshänder? Ich glaube, das ändert sich, je nachdem, in welche Richtung er guckt. Ach, du meine Güte, das... Nicht. Also, es gibt auf jeden Fall einige Charaktere, die ein Schwert in der Hand halten in diesem Spiel. Mhm. Und die ändern manchmal, in welcher Hand sie das halten, je nachdem, welche Richtung sie gucken. Ja. Achso, ja, damit die visuellen Sachen gleich bleiben. Das macht halt einfach Beidhänder. Ja, es hat extra Arbeit, weil die das Modell dann nochmal drehen müssen und so. Mhm. Wusstest du, dass die
die GameCube-Version von Twilight Princess einfach gespiegelt ist von der Wii-Version, weil die gemerkt haben, dass die beispielsweise Rechtshänder sind und dann Schwert deswegen rechts sein muss und nicht links. Das klingt sehr... Ich weiß nicht, ob diese Begründung klingt ein bisschen sehr abgefahren, aber wenn das stimmt... Aber nein, wüsste ich nicht, danke für diese Information. Habe ich jedenfalls gehört, das könnte auch komplett falsch sein. Aber bei der bin ich wenigstens selbst der Meinung, dass sie wahr ist. Nicht so wie bei allen anderen Umständen. Ja. Das könnte ein Comeback sein. Ja, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir spielen Smash Bros. Ultimate für die Nintendo Switch. Dieses Game, das gibt's jetzt bald schon 5 Jahre. Echt ein Tag. Ja. Es wird auch noch locker mehr 5 Jahre geben, als ob Nintendo nochmal einen Teil neu macht. In absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht. Vor allem nicht auf Ultimate Deluxe für die Switch 2. Die machen dann irgendwie so einen halben Subcom im Isair und irgendwie ein Frame weniger Input-Lag in Online und Leute kaufen es. Und es wird das meistens verkaufte Spiel für die Konsole. Ich call es jetzt. Oh. Uiuiui. Ah, oh! Was ist denn los mit dem Crew heute? Oh mein Gott! Er wollte es jetzt beenden. Also er wollte es jetzt beenden und dann noch weitere 2 Games gewinnen. Ja. Aber es könnte sein, dass das Syntec jetzt gerade den Falco unleashed. Die Cutscene macht. Ach, okay. Nee, doch nicht. Es endet nicht. Was ist nur los? Es ist ein sehr hyper Tag. Was passiert? Die wollen nicht, dass wir nach Hause kommen. Die wollen euch das maximale Entertainment bieten. Wow, wow. Was für die blinken sehr. Ah. Oh boy. Ich bin sehr gespannt. Jetzt, jetzt hat Krull seine letzten Energiereserven angezapft. Mal sehen, ob Syntec das noch zu Ende bringen kann. Oder ob wir jetzt ein Captain Falcon auf dem ehrenvollen Siegertreppchen des Silberbrackets. Syntec hat gerade seine Brille aufgesetzt. Ich glaube, jetzt geht's richtig los. Oha. Ja. Wow. Sieht danach aus, er hat einmal getroffen. Und ja, führt. Sick. Absolut sick. Mhm. Forward Air, insane. Ja. Siehst du? Nice reagiert auf den Getup. Auf den Newfie Getup. Und die Down Air. Junge! Meine Oma könnte diese Down Air nicht machen. Das wäre besser. Go Back Air, um den Captain Falcon offstage zu bringen. Er kommt aber ganz einfach wieder zurück. Der GG. Jetzt kommt noch eine Down Air. Down-Air, jetzt kommt nicht die Down-Air. Jetzt hätte sie, glaube ich, getroffen. Ja. Ja, du denkst erst mittlerweile in den Falco, man. Ich sag's dir. Ja, jetzt hätte sie getroffen. Jedes Mal, wenn sie nicht macht, hätte sie locker getroffen. Gut gewertet. Die Dirk getroffen. Ja. Aber er ist on stage geblieben. Das war vielleicht sogar eine gute Entscheidung. Das ist nicht blöd. Auf jeden Fall safe. Wir wollen safe sein. Heißt die Stage Control. Ich glaube, das wollen die gerade so ein bisschen. Und cool, fliegt so ein bisschen hin und her. Warte jetzt auf irgendwie sowas wie, er geht off stage und macht einen Falcon Punch oder so, wenn ich sage, dass ich safe spielen will. So krass ist der, glaube ich, heute nicht drauf. Oh, ja, nee. Ich hatte nicht getraut, eine Down-Air zu ziehen. Ich kenne MIDI-Spieler, war das nochmal, der einfach auf so einem größeren Turnier in seinem, ich glaube, das war so sein Karriere-Highlight, wo er dann einfach mitten im Match offstage einen Falcon Punch setzen wollte und gestorben ist und Zeit verloren hat. Das war Mac. Ach, ja. Gegen Lucky, er hat 2-0 geführt, er hätte das gewonnen. Und springt dann einfach offstage. Ach du meine Güte, springt dann ungefähr so offstage und macht dann stattdessen Falcon Punch. Freestock. Stirbt und verliert dann das Set. Reverse Trio. Rip an Mac. Der hat danach Push-Ups gemacht. Der macht gerne mal nach jedem seiner Sets, egal ob er gewinnt oder verliert Push-Ups. Das ist ziemlich buffer, Dude. Okay, das ist. Ja. Der Upsmash. Jawohl, ja. Mit den ersten Stock vom Falco, während Captain Falco noch einen hat. Ah, mal sehen, ob Cool das noch holen kann. Das sieht nicht gut so danach aus. Aber man kann ja nicht. Man sagt niemals nie, bevor es nicht zu Ende ist. Obwohl der Syntax ist jetzt sehr. Sehr stabil macht. Ich weiß nicht, Captain Falcon offstage. Ist eine Backer. Ah, der Sauerspot. Reicht noch nicht. Die Backer. Es ist. Oh! Und Syntax. Und Syntax ist unser Silber-Bracket. Gewinnermann! Let's go! Hey! Woo! Let's go, Syntec! Stühle hoch für Syntec! Hey! Yeah! Super! Und du kannst endlich nach Hause. Nach Hause! Schönes Match mit einem kurzen Scare zwischendurch. So, Stream, ich hau ab. Du haust bis ab. Bis dann!
Nice, nice, nice.